Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 3. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fische, hat eine zunehmende Mondphase und nähert sich zu Vollmond. Mond hat einen Einfluss von außen von einem Stern und dieser Stern heißt Skat. Übersetzt heißt es Wunsch. Das ist die Wunscherfüllung. Das bedeutet, heute dürfen wir etwas wünschen. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischen geboren sollen auf ihren Intuition hören, auch auf ihren Wünsche, Sehnsüchte und Träume und es auch mal zulassen. Die Fischen geborenen brauchen Lebensfreude, glücklich zu sein. Und dann bekommen auch viel Kraft, die Alltag, die Arbeit, die Pflichten zu bewältigen. Und bekommen auch die inneren Gleichgewicht. In die Liebe, Partnerschaft ist wichtig, auf anderen zuzugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Möglichkeiten, Chancen, etwas verbessern, verändern in ihrem Leben. Aber es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln, sondern es braucht noch etwas Reifen. Man braucht die Vorbereitungsphase, etwas überprüfen, etwas noch klar und deutlich zu erkennen. Also ein bisschen Geduld noch und erst nach dem Vollmond das alles in Bewegung setzen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben Kraft und Mut. Sie können etwas im Ende bringen. Wichtiges Thema ist auch in die Liebe Partnerschaft. Und da brauchen die Stiergeborenen auch die Ordnung. Und sie möchten das auch befestigen und treffen auch wichtige Entscheidungen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Spannung, Nervosität. Sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Ein bisschen Geduld noch, in die kommenden Tagen kommt die Begeisterung, ein klärendes Gespräch oder eine gute Nachricht und kommt etwas in Bewegung. Wichtiges Thema ist auch bei den Zwillingsgeborenen etwas verändern im Leben. Sie befinden sich in einer Art Wandlung, in einem Transformationsprozess gerade. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die beruflichen Erfolg oder die Berufung leben. Die haben jetzt Mut, das zu beginnen und das Leben bietet auch gerade Chancen an. Es kommt auch alles im Fluss und die Krebsgeborenen haben Erfolg beruflich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein Aufstieg, aber heute sind noch Unklarheiten und Sicherheiten. Es ist nicht der richtige Augenblick, etwas zu beginnen. Ein bisschen Geduld noch und erst in kommenden Tagen starten oder Gespräche führen oder einen Termin ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben. So ähnlich wie bei Wiedergeborenen sind die Vorbereitungen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Aber einen beruflichen Aufstieg kommt auch noch. Sie bringen gerade ihre Liebesbeziehung, ihre Partnerschaft in Ordnung und da verspüren die Jungfraugeborenen die Sicherheit, Stabilität und haben auch dieses Bedürfnis. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind Unklarheiten, Unsicherheiten. Sie sollen auch etwas noch überprüfen oder zurückhaltend sein, erst in die kommenden Tagen handeln. Da bekommen die Wagengeborenen mehr Klarheit, kommen auch klärende Gespräche, aber es ist nicht im heutigen Tag.
Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen kommt etwas im Fluss. Sie haben Kraft, sie haben Mut, sie haben Möglichkeiten. Sie können gerade ihren Finanzen in Ordnung bringen, aber auch das Selbstwertgefühl. Das Auftreten ist auch ein wichtiger Thema bei den Skorpiongeborenen und da spüren sie auch ihren inneren Kraft, diese Stärke und die Skorpiongeborenen haben gerade diese magische Ausstrahlung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen führen ein gewisses verspüren ein gewisse Sperre, Unbeweglichkeit, Nervosität, ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen. Kommen Möglichkeiten, Chancen, eine gute Nachricht, auch etwas in Bewegung. Im Augenblick sollen zurückhaltend sein, die Ruhe bewahren, geduldig sein. In die kommenden Tagen kommt schon die Erfolg oder eine gute Nachricht. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen beenden etwas oder bringen sie etwas zu Ende. Die Steinbockgeborenen räumen gerade auf. Und sie haben auch Möglichkeiten, sie haben Kraft und Mut. Und wichtiges Thema ist hier auch die Liebe, Partnerschaft, aber auch die Sicherheit und Stabilität. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist auch wichtig, die Sicherheit, Stabilität, aber auch die Ordnung. Hier kommt etwas von Vergangenheit, entweder Erinnerungen oder Talente, Fähigkeiten, was man schon karmisch von der Vergangenheit mitgebracht hat, das im Vorschein bringen oder das gibt auch neue Ideen, kann auch bedeuten, dass eine Person meldet sich von Vergangenheit und das bekommt auch eine Struktur. Das kommt jetzt gerade im Fluss. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Das ändert sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde. Jeder Moment hat eine andere Qualität. Und jeder Moment ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Geburtsmoment oder jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig. In welchem Zeitqualität befinden Sie sich jetzt gerade, im Augenblick? Diese Frage kann ich Ihnen beantworten. Und ich empfehle dazu die Blitzberatungen. Was bedeutet eine Blitzberatung? Ich kann bei Entscheidungen helfen. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Oder im Alltag kommen auch Fragen, wie kommt er zurück? Soll ich im Arbeit bleiben? Bekomme ich eine neue Arbeit? Soll ich mich umziehen? Kann ich meine Freundin vertrauen? Und. Das sind auch wichtige Fragen. Es ist nicht zeitaufwendig und ich kann das als Blitzberatung behandeln. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Ihre Lebenssituation. Sie können auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Dann stellen Sie Ihre Fragen oder möchten Sie eine Entscheidung treffen oder möchten Sie wissen, in welcher Zeitqualität gerade befinden oder möchten Sie Ihren Himmelsbotschaft. Ich bin nicht nur Astrologin, sondern auch Medium. Also ich kann auch Ihren persönlichen Himmelsbotschaft vermitteln. Ich werde diese E-Mail persönlich blitzschnell beantworten. Jede Frage oder jede Botschaft kostet 10 Euro. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.